staunen die Fährgäste von Dagebö nach Föhr nicht schlecht. Viel Zeit für einen Soundcheck wird es für das Folk Baltica Ensemble gleich nicht geben. Den machen diese jungen deutschen und dänischen Musiker daher gleich an Bord. Es wird ein Abholkonzert. Wir machen gleich ein Konzert in einer kleinen Kirche mit Kaike Falting zusammen, die Hauskünstlerin von diesjährigen Folk Baltica Festival. Kaike Faltings, die stammt von der Insel Föhr, eine lokale Stimme, Sängerin und Geigerin. Und wir haben gesagt, wir wollen ihr einen gebürtigen Festivalauftakt bescheren und kommen einfach mal mit unserem Ensemble zu ihr gereist. Die offizielle Festivaleröffnung ist erst am Mittwoch. Folk Baltica steht dieses Jahr unter dem Motto Stimmen. Und genau das soll die nordfriesische Künstlerin repräsentieren. Kaike Faltings ist erstens eine hervorragende Stimme. Sie ist eine sehr ausdrucksvolle Stimme. Sie ist ein wahnsinnig interessanter Künstler, eine junge Sternin, ein Rising Star sozusagen. Und dazu kommt, dass man hier in der Region eine lebendige Musiktradition hat auf Insel Föhr. Und das finde ich als künstlerische Leiter richtig interessant, dass man hier eine lebendige, jahrhundertlange Tradition hat. Und das wollen wir gerne unterstützen und ein bisschen beitragen und ein bisschen mitmachen. Ehrlich gesagt, ich musste mich erstmal kurz hinsetzen. Also das traf mich doch völlig unvorbereitet und unerwartet. Und normalerweise sind das so Sachen, da erzählt man im Nachhinein seinen Liebsten oder so, ich habe letzte Nacht was total Abgefahrenes geträumt, da rief Harald Haugor an und fragte, ob ich Hauskünstlerin sein will. Und dann musste ich aber am nächsten Tag feststellen, dass es dann die Wahrheit war. Also Gesang ist eine universelle Sprache und Musik kennt keine Grenzen. Und deswegen glaube ich, dass Musik ist richtig wichtig in der Zeit. Ja. Der Auftakt ist gemacht. 31 Konzerte an 29 Spielstätten in 18 Orten. Das Deutsch-Dänische Folkfestival geht noch bis zum 1. Mai.